Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf für unseren lieben Kollegen, jetzt komme ich nicht auf seinen Namen, das kann ich wohl nicht angehen. Thomas Hölk. Kollege Hölk. Wir werden ihn nie vergessen. Thomas Hölk, die Rede vorlesen und er hat mir extra ausgerichtet, ich soll Sie alle ganz herzlich grüßen und wir wünschen ihm gute Besserung nochmal auf diesem Wege. Wehe, das petzt einer. Herr Minister, zunächst einmal vielen Dank für Ihren Bericht. Kreativer Forschergeist ist der Schlüssel für eine nachhaltige Gesellschaft. Das war schon immer so. Akademische, institutionelle und unternehmerische Energieforschung haben Schleswig-Holstein zum Energiewendeland Nummer 1 gemacht. Ihnen gebührt unsere Wertschätzung. Worte allein reichen hierfür aber nicht. Innovatives Potenzial finanziell zu fördern, Kompetenzen zu bündeln und den Austausch zwischen den Disziplinen zu stärken, muss für die Förderung der Energieforschung in unserem Land ganz oben auf der Agenda stehen. Die Ausgangssituation in unserem Land ist denkbar gut. Schleswig-Holsteins Energieforschungslandschaft ist geprägt von Vielfalt. Auf alles einzugehen ist hier schier unmöglich. Daher möchte ich einen wichtigen Aspekt herausheben. Die Speicherung von nicht genutzter erneuerbarer Energie ist vor allem für Schleswig-Holstein entscheidend. Hier zukünftig Forschungserfolge zur Marktreife zu bringen, ist wichtig und wird die Zukunft der Energiewende prägen. Im Fraunhofer-Institut für Siliziumtechnologie in Itzehoe wird Batterieforschung auf Spitzenniveau betrieben. Darum konnten wir uns neulich überzeugen. 2004 wurde die Arbeit der Wissenschaftler durch den Deutschen Zukunftspreis gewürdigt. Geplant ist eine neue Forschungsfabrik, die sich unter anderem mit der Erforschung der Lithium-Schwefel-Batterien befassen soll. Ob das Institut den 500-Millionen-Euro-Zuschlag aus Berlin vom Bundesforschungsministerium erhält, entscheidet sich im kommenden August. Dass die Energiespeicherung aber auch unerwartete Wege gehen kann, beweist das Projekt Kerosin 100. Unter akademischer Leitung der Universität Bremen arbeitet die Raffinerie Heide und 5 weitere Kooperationspartner an der Entwicklung und Herstellung von strombasierten Kraftstoffen. Konkret wird über grünen Wasserstoff synthetisches Kerosin hergestellt. Die Produktion allein reicht aber nicht. Es braucht Abnehmer. Und so haben im letzten Monat die Raffinerie Heide und der Flughafen Hamburg eine Absichtserklärung unterzeichnet. Hier, meine Damen und Herren, wird Pionierarbeit geleistet und in einen Energieträger der Zukunft investiert. Es muss uns natürlich auch darum gehen, den in Schleswig-Holstein erzeugten Ökostrom auch in Wasserstoff zu veredeln. Heide in Dithmarschen ist prädestiniert für diese Zukunftsaufgabe. Es gibt genügend erneuerbaren Strom, es gibt Kavernen zur Speicherung von Wasserstoff und es gibt ein Pipeline-Verteilungsnetz. In diesem Bereich muss ein Forschungsschwerpunkt gesetzt werden. Neue Ideen kommen von klugen Köpfen. Die Ideenfinder von morgen für die 6 Hochschulstandorte in Schleswig-Holstein zu fördern, muss dabei in den Fokus gerückt werden. Die Förderung des Interesses an MINT-Studiengängen zählt zum Beispiel dazu. Forschungsförderung betrifft also auch bildungspolitische Aspekte. Das Green Genau, ich kann es einfach nicht aussprechen. In Flensburg beweist genau dies. Es berät Hochschulen dabei, neues grünes Gründerpotenzial zu fördern. Grüne Gründer sind Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer mit besonderem Bezug zu erneuerbaren Energien. Spannend ist, dass nahezu jede 5. Gründung in Schleswig-Holstein bereits heute ein Unternehmen ist, das mit seinen Produkten, Technologien und Dienstleistungen einen Beitrag zu den ökologischen Zielen der Green Economy leistet. Gezielte Forschungsimpulse können wir durch die Projektförderung gestalten. Also, welchen Weg wollen wir für die Forschungsförderung gemeinsam gehen? Ziel und Mittel müssen passen, vor allem bei der zumeist projektgeförderten Spitzenforschung. Wir entscheiden, was wir zur Spitzenforschung machen. Ich meine Forschung, die am besten zu unseren politischen Zielen passt. Unser Umwelt- und Klimaschutzgesetz steckt diese Ziele klar ab und verpflichtet zum Handeln. Was wir nicht brauchen und ablehnen, Forschung im Bereich CCS und Fracking. Wir wollen kein CCS und Fracking in Schleswig-Holstein. Wir wollen nachhaltige, erneuerbare Energien fördern und das ist gut so. Vielen Dank auch im Namen von Thomas Hölk.